vielen Stimmen, die aber nicht mehr flugfähig waren, so entschlossen haben sich dann Anfang der 90er Nachbauten durchzuführen in den USA. Und 93 hat man damit begonnen, 5 Nachbauten in Texas zu planen. Die ME-262, die wir heute hier am Himmel sehen, ist eine davon. Das war das erste Mal nach 45, und eine Meteor-Session wieder im Himmel zu sehen war. Und kurz darauf, leider im Januar 2003, gab es einen technisch bedingten schweren Landeunfall. Und die erste Maschine war sofort wieder stark beschädigt. Und der zweite Nachbau, 2005 gebaut, das, was wir hier sehen, im Himmel über der Hahnweide. Das ist wirklich eine exakte Nachbildung, die bis auf die letzte Schraube, die Daten stimmen genau überein, bis auf eins, und das sind eben die Triebwerke. Im Original war die ME-262, wurde betrieben mit 2 Jumbo-Triebwerken. Das hier sind 2 General Electrics, 2 moderne Jet-Triebwerke, leichte, kleine Jet-Triebwerke, die zum Beispiel auch in einem Learjet zum Einsatz kommen. So viel Liebe zum Detail entwickelt, dass diese kleinen General Electric Triebwerke, sind eigentlich deutlich kleiner als die originalen Jumbos, hat die dann in diese Triebwerksbotteln eingebaut, und um die General Electric Triebwerke herum wurde ein Mockup, eine Simulation eines Jumbo Triebwerks gebaut. Das heißt, wenn man heute die Klappen öffnet, um das Triebwerk anzuschauen, denkt man, man guckt auf ein Original Jumbo Triebwerk, aber das sind alles nur Blindleitungen und Blindbau, und innen drin ist das eigentliche General Electric Triebwerk verbaut. Und auch der Schub der General Electric Triebwerke, dieser modernen Triebwerke, wurde reduziert. Und so hat die ME-262, die wir hier sehen, das gleiche Flugbild, die gleichen Steigleistungen, die gleichen Flugeigenschaften wie das Original. Testpilot, Diplom-Ingenieur der ETH Zürich, fliegt seit 1981 alle möglichen Muster. Die Vampire, Hawker, Hunter, F5, moderne Muster wie Eurofighter oder Tornado, die 38, Pilatus, alle PC-Flugzeuge, F18 und eben heute auch hier die ME-262. Zur Info, weil es die Frage schon gab, die ME-262 wird hier nicht landen. Die ME-262 startet in Manching, führt hier vor und fliegt dann zurück nach Manching. Wenn alles klappt, wollte Gary noch mit dem Auto dann wieder hierher fahren, um heute Abend beim Hallenfest zur Verfügung zu stehen. Nee, er wird ein paar Flugzeuge abgeholt. Oh, neueste Info, sogar wird abgeholt. Sehr schön. Und alles gut? Ja. Thank you.